Schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder je nachdem, wann ihr dieses schicksalhafte Ereignis zu sehen bekommt. Ich wurde jetzt gerade von der Arbeit abgeholt. Guten Abend oder guten Morgen. Wie? Was? Guten Morgen oder guten Abend? Das heißt nie guten Morgen. Guten Morgen. Das R betonen bitte. Heute nicht mehr. Oh. Ja. Was? Naja, jetzt wird es auf jeden Fall schön. Jetzt geht's nochmal einkaufen, die Sachen müssen noch gepackt werden. Dann kommt Max auch schon rum und dann wird nochmal fein gespeist. Ich bin nur zu Besuch hier. Nur zu Besuch? Nur zu Besuch. Sehr schön. Leg mir eine! Diese Voraussetzung würde ich nur mit mehrfachen Vergewaltigern in Urlaub fliegen. Guten Abend. So eine Affenkacke. Schönen guten Abend. Grüß dich, mein Freund. Oh, nee, ist die Kacke zu Ende. Grüße. Servus. Servus. Hallo, Merhaba. Oh nee, bitte. Corona. 1, 2, 3, 4, 5. Na, wir passen alle ins Auto. Naja, ich zähle aber für zwei. Fein. Okay. Fein. Mach was gegen Corona. Folgt mir bitte auf LaVou. Ich heiße dort Adlers und Pictures. Ich bin dort regelmäßig live und präsentiere mich von meiner allerschlechtesten Seite. Auch auf Madeira? Unter Umständen. Schön. Alles einsteigen! Das war wirklich sehr, sehr lecker. Das Schönste ist, heiz mich ein. Hoi. Nee, so. Was? Da fehlt ein Aufkleber. Oh ja, der ist weg. Ich war noch einmal duschen in einem Jahr. Gar? Mehl. Jonas Gruber. Melden und disliken. Das ist meiner Hut. Was ist denn das? Junge, die Ampel war rot. Und ich bin knappe 2 Meter groß. Mein Mitfahrer wiegt. Ich wiege 160 Kilo, gute Frau. 160 Kilo. Wenn ich oben liege, bist du tot. Verrückt, alles verrückt. Hä? Wäre das Auto so oder wie? Naja, bisschen. Ja, ich lass mich gerne anscheißen. Rolf. Das wäre mein Traum. Ehrlich jetzt? Ja? Guck mal, guck mal, guck mal. Hör auf, der holt sein Dörner mal so aus. Die hat so ein Kind. Hä? Die hat ein Kind. Oh nee! Nicht schon wieder. Tschüss! Grün! Welcome to the panic room. Wir haben es jetzt um 3. Also eigentlich war halt der Plan, dass wir halt schlafen, aber irgendwie ist das halt nie der Fall. Hallo, ich bin der Fahrer. Wenn du uns beim Flughafen abgesetzt hast, nachdem du durchgemacht hast, was musst du dann? Ich muss dann in die Berufsschule. Gute Entscheidung. Ja. Warum ist denn da noch nie leer? Weil ich jetzt noch 2 Stunden ziehen muss, gefühlt. Dasselbe ist bei mir. Ich habe nur Geld für diese Cola und für diesen Kaffee und ich muss es jetzt so lange ziehen, bis wir hier das Etablissement verlassen. Ich bin froh, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Folgt mir mal bitte auf der App Firework. Wie sieht so aus? Ich heiße Autos und Pictures und so sieht das aus. Ich bin einer der Pioniere, die es entdeckt haben. Liebt euch alle. Ja,
Instagram Fabi 2002-16, schickt dem Mann bitte Pimmelbilder. Ey, ihr Wichser. Macht's bitte, ja. Ich erwarte gut, dass du mich kriegst. Du, Hoffi? Was passiert denn hier gerade? Ladefläche. Warte mal. Wo kann man sich hier fest? Oh, Junge. Hier am Seil. Wir fliegen richtig auf die Fresse. Junge. Ich kack mal ein. So. Junge, der fährt viel zu schnell. Wir haben hier keinen Griff. Hier einhaken. Ja. Fischi? Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Steig hier runter. Hier ist ein Loch. Max, geh doch mal rein, oder sind die da bleib ich auch draußen. Bleibt ihr hier? Lass mal sein, das muss jetzt sein. Nee, bleibt ihr. Max? Piss dir erstmal in der Küche, Schwanz. Ich bin auch ein Inzestprimat im Endeffekt. Junge, Junge. Naja. Also wir haben uns trotzdem entschlossen, jetzt durchzumachen. Das ist einfach traurig. Fick dich doch mal. Jetzt immer die scheiß Kamera, ich will genießen. Das ist Genuss. Auf meinem Tisch liegt Schwein, wenn du damit ein Problem hast, verpiss dich. Was? America. Egal. So, naja, wir haben jetzt die Nacht tatsächlich komplett durchgemacht und jetzt ist Zeit für den Aufbruch. Also ich habe eigentlich keine wirkliche Lust, weil ich bin völlig übermüdet, aber ich habe gerade nochmal geduscht und fühle mich jetzt wieder frisch. Ihr Lieben, habt euch wohl, ich habe euch lieb, Manfredo Schisskopf. Das Taxi wartet. Öffache hier. Taxi erwartet. Na dann, Schübelschwein. Schieben Jan. Follow the call of the Disco Ball. So, wir sind jetzt endlich gleich beim Flughafen. Also mich wundert es wirklich, dass wir diese Fahrt überlebt haben. Also dieses Auto und der Fahrer noch dazu, völlig übermüdet. Und in einer Stunde muss er in der Berufsschule sein. Ach, einfach schön. Diese schöne Stille. Von Rahl geht noch zu. Schönen guten Morgen. Ja. Schönen guten Black Forest. Hi. Ihr fliegt woher? Nee, wir fliegen jetzt nach Madeira. Oh, Alter. Oh, Dini Mütter 1510, vielen, vielen Dank für die 1000 Likes. Kranke Scheiße. Mutzke, guten Morgen, dich habe ich aber lange nie gesehen. Guten Morgen. Es geht nach Madeira und ich streame gefühlt jeden Tag mit Memo in Live. Natürlich, das sind fremde Lorbeeren, mit denen ich mich gerade schmücke. Das war Spaß. Aber Junge, echter Jesus, Dankeschön für die 1000. Lieb mich. Das ist schon das zweite Bier jetzt. Also es ist wirklich traurig. Wir sitzen jetzt halt hier und warten halt einfach. Da hinten, da sind so viele Rentner, das ist der Wahnsinn. Und die. Nee. Na gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so bringen wird. Dann kommt CC in 5. Junge, Junge, einfach nur krank. Wir wollten jetzt, oder wir warten ja die ganze Zeit einfach nur, dass die Schlange kleiner wird. Wir jetzt mit der billigsten Mistensäche fliegen. Ja, so, und dann warten wir halt einfach die ganze Zeit. So, wir müssen rechts und runter. Und na, dann haben wir uns irgendwann jetzt mal angestellt. Und dann kam so ein Typ, ja hier, will noch jemand nach Funkral. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, na, wir sind einer der Letzten. Das heißt, es war eine andere Warteschlange. Wir müssen jetzt nämlich nochmal durch die Gepäckkontrolle und die Passkontrolle. Ach du Scheiße.
Nee, alles gut, wenn wir der Stein sind, haben wir es ja geschafft. Gott sei Dank. Junge, Junge, ein Ritt. Angeschaut, so wie hier diese Landungen alle sind. Und das ist ja geisteskrank, aber wir sind jetzt wirklich schön gelandet. Das erfreut mich sehr. Ach, endlich Frischluft. Nicht damit gerechnet, aber wir haben die Koffer tatsächlich erhalten. Das ist eigentlich ganz schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dann jetzt hier vom Flughafen zu unserer Unterkunft kommen. Und naja. Schiebe du Schiebeschwein. Junge, Junge, Junge. Alter, das ist zu steil, dass der Mann uns direkt fürs Haus bringt. Ich finde es halt schade, dass wir hier so einen Benz haben und keinen Land Rover, da würde der ohne Probleme hochkommen. Weißt du, hier gibt es sämtlichste noblen Straßen. Wir sind hier. Altstern? Ah ne, das sind zwei Hotels in einem. Ja, das ist. Das hier ist übrigens unser Hotel. Das ist traurig. Das andere Lustige ist ja, hier lag einfach eine Socke rum vom Vorbesitzer. Echt? Ja, dann. Wir haben ja keinen Mülleimer, deswegen liegt das so rum. Das ist einfach traurig. Das ist absolut widerlich und halt allgemein, es steht ein Röhrenbildfernseher hier. Es riecht nach, wie heißt das, Weihrauch. Ja. Ja, das ist so ein altes Kloster oder sowas. Also es ist jetzt nicht wirklich schön. Hier ist auch noch ein Blutfleck vom Vorbesitzer oder was auch immer. Die Betten, die sind hier wirklich geil als Decken. Junge, wir haben keine Decken. Das ist einfach nur dieses Stoffding hier. Das ist einfach nur traurig. Und ach, das zeige ich jetzt lieber nicht. Wenigstens habe ich Google Maps auf dem Gerät. Das ist einfach schön. Ich bin noch in Leipzig, Leute, sind nicht geil. Wenn das Bier wieder teuer ist. Sehr geil. Das Schönste sind halt einfach, wenn man mal wieder im Ausland ist, einfach mal die Variation, was es an anderen Getränken gibt. Zum Beispiel wie das hier. Das ist eine grüne Flasche, sieht chemiehaft aus. Und das lächelt mich halt an. Brisa, das erfreut oder verspricht Frische. Es gibt ein Versprechen von Glücklichkeit. Deswegen erwerbe ich dieses Produkt. Und zudem, dass alles rund ist und oben der Deckel eckig ist, macht das mal was ganz anderes her. Das sind meine Kaufargumente. Ich hab Hunger.
Auf. Das ist ja kalte Scheiße. So, wir haben jetzt das erste Mal was zu essen geholt und natürlich die Capri-Sonne darf ganz, ganz wichtig nicht fehlen. Das ist einfach schön. Oh nee. Dann habe ich mir nochmal gegönnt hier ein Manga-Mango, Nestier-Eistee Manga-E-Ananas und ein Brisa-Atle. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt und ob ich endlich mal neue Kulinaritäten kosten kann. So, also das Essen ist halt wirklich kalt und hier steht eiskalte Mikrowelle, also Corona. So, also das Fleisch war wirklich sehr, sehr gut, das muss man sagen. Also hochwertig als das, was man teils in Deutschland in irgendwelchen Gaststätten bekommt. Und das hier ist der letzte Überbleibsel eines sehr, sehr gut schmeckenden Stück Fleisches. Ich dachte halt, es ist, naja, halt ein gutes Fleisch. Und das stellte sich als Kaninchenfleisch heraus. Und nun habe ich... Ich bin der Kannibale von Rothenburg. Es tut mir leid, Manfred. Es tut mir leid, Alma. Es war nicht so gewollt. Der Kalb! Kalb? The Walking Dead. Das ist einfach schön, das ist eine Atmosphäre hier. Die ganzen Taxis ist einfach schön, die alten Busse und aktuell hier der Geruch. Es riecht nach frischen Blüten, es riecht nach Sommer. Wir haben hier Palmen, das ist der Wahnsinn. Also das ist halt das erste Mal, dass ich fliege und dass ich halt mal woanders bin. Und dann ist es halt gleich so schön. Ich bin sehr, sehr glücklich. Einfach diese schöne Stille und der allererste Ausflugsort war einfach das Kassel. Tolle da. Das Schönste ist einfach dieser Weg. Das ist der Weg zur Hölle. Du läufst da entlang und freust dich halt, dass das alles so liebevoll gemacht ist, gehst da rein und verspielst einfach das ganze Geld. Und genau das wird uns passieren. Das ist einfach schön. So, ich bin noch ein schönes Eis gegönnt. Die Sonne jetzt auch ein bisschen unter, beziehungsweise das wird halt bewölkt. Ist nicht ganz so schön. Aber ein Eis kann man immer essen. Sehr schmackhaft. Und da ist ganz schön viel Whisky drin. Das möchte ich nur mal anmerken. Das ist bestimmt der mit der Todesstrafe zu ahnden. Was? 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 Das hab ich vorher nie gesehen. Kurr. Die Eis. Das Eis. Was geht, Armin? 4000 Kilometer fliegen hier. So, einmal Knoblauchbutterbrot. Das schaut doch mal ganz gut aus. Und eine Homemade Lemonade. Ich bin ja froh, dass meine Frau was gewesen. Was wissen wir hier? Sind wir ja auch nicht. Ein Freund. So, jetzt gibt es noch mal ein wirklich schönes, schönes Steak. Ich bin sehr gespannt. Einfach nur gut. Wir haben uns jetzt noch überlegt, es muss auf jeden Fall das Casino besucht werden. Ich bin hier nur wegen der Bar, weil ich die schön finde und die Drinks gut. Ja, ich sag auch nichts. Hab ich gerade gefragt, oder? Ach, schön. Na, mal gucken, was da Schönes geht. Gigidi. Was ist denn da drin jetzt passiert? Flocken des Leben. Wo? In der Spielothek, in der Spielhölle. Ist glimpflich ausgegangen. Ja. Sag ich mal so. Halbwegs. Also es war ein herber Verlust und ich hatte massive 2 Euro Freispiele, die haben dann so die das Hartz IV wurde überschritten. Oh je. Nee, Spaß beiseite. Na, es ist halt traurig, weil das Problem ist, wir gehen da immer wieder rein und immer wieder lernen wir nicht daraus, dass wir halt einfach zu viel Geld darin verzocken. Ich möchte, dass nochmal klargestellt wird, dass ich nicht gespielt habe. Stimmt. Gut. Ich habe lediglich 10 Euro für Trinken ausgegeben. Das ist die weiseste Entscheidung, die man machen kann. Coca-Cola, ganz normal, Alter. Und dementgehend bis Margon.